Und los geht's. Von Laufen aus fährt Pola mit der Kamera zusammen mit Agnès und Etienne im Zug nach Neuchâtel. Die beiden wollen dort auf dem Markt Unterschriften sammeln. Nach Aarau fahren Birgit, Stefan und ich für die ersten Aufnahmen an diesem Tag. Wunderbares Wetter, ganz ideal, um heute Unterschriften zu sammeln, draußen, auf der Straße. Motto des Tages, das Wetter macht nicht mit, aber wir machen mit. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Finden wir Tommy im City-Mert. Er sammelt da heute allein und spricht mit den Menschen. Allein, das mache ihm nichts aus, sagt er. Er wäre schon immer eher der Guerillatyp gewesen. Etienne und Agnès haben sich auch einen Markt ausgesucht, aber draußen, im Regen. Unterschreiben? Bei Agnès unter dem Grundeinkommensschirm. Agnès? Wie viele Unterschriften hast du jetzt schon? Jetzt habe ich schon einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5. In 10 Minuten schon. Super. In Saas Fee sammelt Armin auch an der Piste und trifft auf diesen Herrn. Die Schweizer Snowboard-Ikone Nicolas Müller, der unterschreibt. Ist doch klar. Sie wollten zuerst den Glarus sammeln, jetzt sind sie nach Olten gezogen, in der Hoffnung auf besseres Wetter. Am Bodensee, in Kreuzlingen, helfen Nachbarn aus Konstanz mit Nana, Ulrich und Gérard. Am Genfersee, in Lausanne, nehmen Philippe, Nicolas und Anne Unterschriften entgegen. Und in Genf sind dafür gleich 8 Leute unterwegs, darunter Ralf Kundig und Anne-Beatrice Duparc. Weil es ist eine grosse Idee und ich habe das Gefühl, es ist Zeit für grosse Ideen. Über 10 Leute, die am Sammeln sind und unter anderem Amadeus. Eigentlich sehr gut, sehr viele haben schon unterschrieben und ich bin zuversichtlich, dass es noch mehr werden. Ja. Ich bin sowieso zuversichtlich, ja. Seit dem ersten Moment, als ich von der Idee gehört habe, ja. Und wir schaffen es. Ich bin jetzt gerade eingetroffen vom Uetliberg und oben hat es so viel Schnee. Es war zugeschneit, ein paar indische Touristen, die ich unterschreiben durfte. Darum sind wir jetzt hier runtergekommen und machen hier weiter. Ich glaube, hier ist der Punkt, wo es passiert in Zürich. Genau. Wir sind immer noch am Hauptbahnhof Zürich, sammeln hier Unterschriften. Und es ist immer mehr so, dass Leute unglaublich glücklich werden, wenn sie auf das Mal checken, das ist eine Vision, das ist eine Idee, die mein Leben richtig verändern könnte. Schön! Was wichtig ist zum Grundeinkommen, dass jeder seine Existenz sich ins Grundeinkommen bekommt, weil auch niemand gefragt worden ist, ob er existieren will, dass auch jedem seine Existenz gesichert wird, dann, wenn man schon nicht gefragt wird. Das finde ich sehr wichtig. Darum stehe ich auch hier. Mich hat motiviert, ich wollte die Argumente hören, was die Menschen haben. Das interessiert mich. Sammelst du weiter jetzt
nach dem 21. Ja, ich sammle, so viel ich Zeit habe. In Sursee geht derweil Fabian Bärenbold vor dem Sursee-Park auf und ab und findet auch seine Zustimmung. Auf Eric und Florian schneit's in La Chaux-de-Fonds. Um 12 Uhr sollen die ersten Zwischenergebnisse bei Polar eintreffen. Das ist jetzt bald soweit. Es kommen die 12 Uhr Zwischenergebnisse. ...1505 Unterschriften wurden an diesem Tag in den ersten 2 Stunden gesammelt. Damit erhöht sich der Stand der Unterschriften für die Eidgenössische Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen auf 97.227. 97.227 Mal eine Unterschrift, ein Mensch, der will, dass das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz weiter besprochen wird und zur Abstimmung kommt. Aber das wollen nicht alle. Ist ja auch ein ungewohnter Gedanke, eine neue Perspektive, in der jeder selbst vorkommt. Wollen Sie das? Wollen Sie mit unterschreiben? Wo waren wir stehen geblieben? Bei 97.227 Unterschriften und wieder eine mehr. Für diese Unterschriften wurden bisher gut 500.000 Menschen auf der Straße angesprochen und hatten für einen Augenblick ganz persönlich von Mensch zu Mensch mit dieser Idee zu tun. Bei dieser Dienstleistung für die Demokratie, für Menschen, die Fragen haben und Veränderung wollen, lernt man die Menschen auch kennen. Wie sie so sind und wie man selber so ist. Wie läuft es mit dem Sammeln? Ist einfacher als im Engadin. Also unsere besten Sammler, die sind in St. Gallen heute. Der Eugen und der Thaddäus auch, ne? Ja, ja. Ja. Was geht's noch? Ne? Es gibt noch Urs und Manuel in Baden. Matthias in Affoltern am Albis. Bruno und Donato in Lugano, Dario in Interlaken und das Zwischenergebnis von 16 Uhr. Und dann sind da noch die Basler. Es wird schon dunkel. Bei einem Nachtessen haben sie sich gestärkt. Jetzt stehen sie nochmal da für eine weitere Runde.
Ja, gut, ich habe jetzt 127 Unterschriften. Und wie viel willst du noch? 200 heute Abend. Und wie lange brauchst du dafür vielleicht noch? Vielleicht bis 24 Uhr. Und das hältst du durch? Mal schauen. Ich darf drauf. Und wie war der Tag für dich heute? Hey, war schön, weil es war so schön, dass der Regen nicht geregnet hat. Ich denke, es fängt in einem Land an und dann ziehen alle anderen nach. Tobias und Anna hatten in Luzern gesammelt. Jetzt sind sie hergekommen und machen hier weiter mit. Wie war für dich der Tag? Was bedeutet der Tag für dich? Ja, ich finde es schön, dass so viele Leute auf einmal sammeln und dass wir so viele Unterschriften an einem Tag zusammengebracht haben. Das ist mega geil. Und ich fände es super, wenn wir das immer wieder mal ein bisschen machen würden, weil das motiviert, wenn man weiss, dass es auch in anderen Städten Leute gibt, die gerade am Sammeln sind. Ja. Es geht ja nicht nur um die Menge, sondern auch um Spaß macht, ja. Was man dabei erlebt. Noch 99 noch. Noch 99 ja. Und so lange machst du. Und ich habe von Daniel gehört, dass er so lange da bleiben wird und mit dir zusammen sammeln wird. Genau. Wie du, bis du diese Unterschriften hast. Ja, ich hoffe, ich schaff's auch. Und dann darf man ja nicht meinen, das wäre jetzt die 100.000, sondern wir brauchen ja 100.000 gültige. Genau, das heißt nochmal 20, vielleicht 5, vielleicht sogar 30.000. Genau. In den nächsten 3 Monaten, bis am 1. August. Da braucht es noch viel Engagement, dass wir das schaffen. Denn bis zu 20% der gesammelten Unterschriften können erfahrungsgemäß ungültige Unterschriften sein. Bis kurz vor Mitternacht sammeln Anna, Nico und Laurenz noch auf der Basler Vergnügungsmeile. Um 12:04 vor Mitternacht treffen sie im Unternehmen Mitte ein, wo die Unterschriften ausgezählt werden. 261 Unterschriften hat allein Nico heute gesammelt. Neuer Rekord. Aber haben wir es geschafft? Unser selbstgestecktes Ziel erreicht? Vor einem Jahr, am 21. April 2012, lancierten wir die Volksinitiative. Auf einem Fest im Schiffbau in Zürich unterschrieb Helvetia als Erste. Das ist die Anzahl Unterschriften nach fast einem Jahr, am Abend des 19. April 2013. Noch in der Nacht tauchen Unterschriftenpäckli auf aus den Tagen zuvor, die Sammler bei sich zu Hause liegen haben und bisher noch nicht gemeldet hatten. Dies ist der Unterschriftenstand zum Start des Rekordsammelns am 20. April um 10 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr. Und jetzt wird es spannend. Haben wir unser Ziel erreicht? Die magische Zahl von 100.000 Unterschriften. Und das ist die Zahl am 21. April 2013 um 0 Uhr. Mai und weiter geht's mit dem Sammeln. Jeden Tag. Bis zum 1. August wollen wir 130.000 Unterschriften gesammelt haben. Bis zu 8 Wochen kann es dauern, bis eine Unterschrift auf der Wohngemeinde beglaubigt ist. Am 4. Oktober wollen wir mit Sicherheit und mindestens 100.000 gültige Unterschriften in Bern einreichen können. Dann ist die Volksinitiative erfolgreich. Dann kommt es zu einer Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz.